Ja, guten Abend allerseits. Wir sind heute in einer etwas kleineren Runde am Start. Teilweise haben sich unsere Mitstreiter mit hanebüchenen Entschuldigungen hier irgendwie vom Acker gemacht. Da hieß es, bei der einen Geschichte ist irgendwie so ein Stammtisch, der irgendwie alle 4 Wochen stattfindet. Stefan schiebt eine Bugwelle vor sich her, muss man sich mal reinziehen, ne? Ja, und Boris kommt vielleicht noch. Das sehen wir. Wäre natürlich schick. Ansonsten ist der wahrscheinlich gerade beschäftigt, weil das ja heute irgendwie auslief mit seiner 25% Gutscheinaktion. Und da zählt er wahrscheinlich gerade die Prozente oder so. Könnte sein. Ja, aber trotz alledem, wir werden hier wacker die Stimme halten. Hallo Joachim. Wirken die Pillen denn? Ja, es kratzt im Hals von der Tablettenkopfwesen immer da. Aber ist mein Hobby, mein privates, Migräne. Ja, Alter, du siehst auch echt fertig aus. Ja, so in groß, ne? Ja, so sah Ja. ich letzte Woche ungefähr aus mit meiner Erkältung. Ja, genau. Und du bist ja wieder genesen. Das ist ja auch mal Ja, schön. jetzt bin ich wieder fit. Na, das ist doch super. Ja, ich bin auch fit. Wenn man das hier so im Chat so alles nachverfolgt, dann sieht man eigentlich irgendwie, Leute gucken uns ja hier live zu, ne? Wie unterschiedlich doch das Delay ist von einigen. Einige sehen uns schon, andere noch nicht. Das ist echt spannend. Also, naja. Mal refreshen. Technik. Technik. Die verscheißert. Ja, nee, komm, ich möchte auch nicht drüber reden. Das ist alles irgendwie so dramatisch traurig. Also, Ja, Google ist toll, ne? Google ist super. Das sage ich auch nur, weil sie die einzigen sind und ich Angst habe, dass sie uns hier den Strom abdrehen. So, ich zeige ein Bild. Juhu. Zeigt ein Bild. Zeige ein Bild. Ich lese auch noch vor. Achtung. Ich lese vor. Ja, nix tue ich. Warum ist denn das jetzt wieder verblättert hier? Oh, Alter. Ja. Doch. Das ist einfach nur verrutscht um eine Zeile. Der Torber Rehse hat dieses Bild eingereicht und ich schmeiße das jetzt ja hier auch in den Chat. Und der hat dazu geschrieben, hier ein Bild, welches auf einem Dänemark-Urlaub entstanden ist. Aufgenommen wurde es mit einer OM1 und einem Olympus Suico, Suiko. heißt es nicht Suico? Ja, 75 bis 150 auf einem Kodak BW 400 CN. So. Gesundheit. Ja, nun, ne, so ein bisschen Kameraporn hier am Rande. Naja. Ne, ist doch super. Ja, Leute, dann Feuer frei. Also ich als Linienfetischist. Also ich finde ja immer solche Aufnahmen so ein bisschen abstrakt, finde ich ja cool. Ich mag auch die Lichtstimmung in dem Bild. Oben rechts sieht man ja relativ hell, scheint wohl gerade so in die Sonne über das Dach. Da haben wir ja letztes Mal nämlich auch darüber gesprochen, dass man Dächer da gut zu nutzen kann, so die Sonne ein bisschen abzuschatten. Fängt sich dadurch ein schönes kleines Lensflare unten links ein, finde ich auch richtig cool, gefällt mir gut. Ich bin halt immer nur so ein Fan von, dass sich irgendeine Linie irgendwo dran orientiert. Dass man irgendwie, für mich ist das immer so eine Blickführung, sonst wirkt das mal alles so willkürlich. Da hätte ich mir irgendwie gewünscht, wenigstens so die Mauer unten, dass sie sich an dem Rand irgendwie orientiert oder irgendeine Linie. Das ist so das, was mich ein bisschen stört. An sich, ja, das Problem ist, bei so einem Bild ist immer, das ist nett. Sieht auch gut aus, man aber kriegt irgendwie wenig Gesamtbezug zu dem, was da gezeigt wird. Ja, so ein bisschen. Da hätte man sich dann nämlich auch rechts diesen dunklen Klotz da so ein bisschen gespart. Ja. Das Problem ist halt insgesamt, was ich bei dem Bild habe, ich erkenne nicht wirklich, was es sein soll. Dadurch kriege ich keinen Gesamteindruck. Das ist schön so vom Licht her, aber es fehlt mir halt irgendwie so ein Bezug, dass ich sagen kann, ah ja, stimmt, das ist so ein Gebäude, wie man es kennt, weil dafür kenne ich es nicht. Und da hätte ich mir jetzt irgendwie mehr gewünscht, mehr zu sehen. Mir gefällt die Originalversion besser wie die ausnivellierte von eben, weil sich die Dachkante auf der linken Seite
von der Linienführung her parallel wiederholt, eben an deinem schwarzen Klotz auf der rechten Bildseite, der dir nicht gefällt. Der wirkt irgendwie so, ja, der hat noch ins Bild reingeragt, der ist mir passiert, aber dadurch, dass das fast parallele Linien sind, kommuniziert das wieder miteinander und es funktioniert irgendwie, stört überhaupt nicht. Mir stimmt das Bild nur aus einem Grund traurig, den wir jetzt eher nicht nachvollziehen können. Der Lensflare links unten sieht genauso aus wie der von meinem 10mm Sigma, das ich geschrottet habe neulich. Das sind irgendwie so, ja, Erinnerungen. Ja. Na, was sind die unregelmäßigen Linien, was unten zum Beispiel die Kanten ist, mit dem Spitz in der Mitte, wirkt ja so ähnlich lebendig wie die Dachschindeln, die davor schauen, die alle noch handcrafted sind, von Anno dazumal. Also so gesehen funktioniert das für mich, weil sie verschiedene natürliche oder nicht so streng künstliche Linien mehrfach wiederholen in dem ganzen Bild. Man sieht nicht einmal die senkrechte Hauskante oder Hausecke und trotzdem kann man sich vorstellen, dass die sicher auch nicht wirklich senkrecht und gerade ist und dann irgendwie buckelig sein wird. Was ich cool finde bei sowas, was man da gut machen kann, sind Collagen. Also indem man einfach sagt, ich nehme halt hier so eine wirklich extreme Perspektive auf dieses Haus, gehe nochmal um das Haus drumherum, mache dann noch ein zweites Foto und packe die dann in so eine Dreier- oder Vierer-Collage, wie auch immer, wie es halt einem so von der Aufteilung her gefällt, zusammen, sodass man dann eben den Betrachter auch so einen Gesamteindruck genommen, macht halt eine kleine Serie draus. Mir ist es halt als Einzelbild irgendwie so nichtssagend. Das ist halt so, ja. Weil da ist jetzt ja auch nichts drauf, außer vielleicht dieses Dach, das da so ein bisschen zackig ist, was vielleicht interessant ist. Da ist aber auch sonst nichts drauf, was ich sage, okay, das zieht jetzt irgendwie meinen Blick hin, weil da fragt man sich irgendwie willkürlich, was möchte mir der Fotograf da jetzt zeigen? Also ja, also was du jetzt ja schon gerade sagtest, dass dir so ein bisschen der Kontext fehlt. Und das ist eben halt so der Punkt. Er wollte ja Kontext zeigen, deswegen hat er ja die Mauern mit draufgenommen. Ne? Nur, um es eben halt wirklich als Kontext auch wirken zu lassen, wäre es natürlich noch cooler, davon noch ein bisschen mehr gerne. Ne? Das sagtest du eben halt auch schon. Das ist eben halt dieses Ding. Ja? Wenn man da steht, dann hat man diesen Blick durch die Kamera ja nur sehr kurz und man muss sich immer vorstellen, dass alle anderen, die sich das Bild angucken, die kennen diesen Kontext gar nicht. Ja, die haben überhaupt keinen Schimmer, was da drumherum ist. Insofern entweder ganz streng reduzieren und nur diese Häuserecke, dann ohne diese unten die Mauern und die an der Seite, oder eben halt noch ein bisschen mehr Kontext, damit man irgendwie sieht, wie so man sich das dann ungefähr vorstellen kann, wie das vielleicht da so mal im Ganzen aussehen kann. Ja, aber die Idee mit dem Triptychon oder sowas finde ich auch cool, muss ich sagen. Das stimmt, hast du recht. Ja, weißt du, wenn du ein Gebäude hast, das irgendwie so eine wiederkehrende Struktur hat, wo man sagt, man reduziert das wirklich nur auf Linien oder Form, dann kann ich das ja nachvollziehen. Aber das ist halt so unruhig in sich, das Gebäude, mit den ganzen Funseln da oben, diesen Dachpfannen da oben und ich würde mal gerne mehr sehen. Wenn du noch mehr Bilder davon hast, dann zeig die mal bitte. Ich würde das Gebäude gerne mal ganz sehen. Wahrscheinlich ist es ein interessantes Gebäude. Ja, das glaube ich auch. Ja, ich würde das gerne mal sehen. Also ich habe jetzt nicht mehr davon, aber Torben, ne, wenn du da, ja. Das ist einer der früheren Bilder. Insofern kann das durchaus sein, dass du jetzt überrascht bist, dass es das jetzt drankommt. Aber mach mal. Vor allen Dingen, was ich natürlich toll finde, dass wir, dass das hier natürlich ein gescanntes Film, also schwarz-weiß negativ war. Ne? Also das überrascht mich, dass dann doch schon, oder was heißt überrascht, es erfreut mich einfach, dass du so mit Sonne drauf geknalle und so weiter, dass dieser Dynamikumfang trotzdem passt. Also von der Belichtung her eigentlich ganz gut hinbekommen. Ne? Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Nö. Ja, das muss man auch mal dazu sagen. Zumal, wenn man nicht sofort das Feedback hat, was man bei der Analogfotografie ja nie hat, ist das dann schon... okay, ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es analog war. Cool. Ja, nee, und dann, das ist eben halt dann so, dass man da zumindest jetzt mal sagen kann, okay, der Torben, der weiß da, was er tut, ne?
Weil das ist schon eine Extremsituation, auch und das hatten wir auch letztes Mal, wenn man solche Situationen hat, dann ist man in der Digitalfotografie ja gerne mal versucht, ein paar Dinge auszuprobieren. Ja, klar. Ne? Besonders mit Live View siehst du es halt auch sofort. Ja, eben. Ne? Kannst du Histogramm gucken und dann weißt du Bescheid. Ne? Ja. Also insofern, das hat er richtig gut gemacht. Also das muss man sagen. Also ich glaube, dass das als Serie gut funktioniert, das Bild. Als Einzelbild funktioniert es für mich nicht. Okay. Also wenn er die Möglichkeit hat, dass er da wieder hinkommt, falls das gerade bei ihm ums Eck ist, ich hätte mal herumprobiert, die Sonne wirklich nur durch die Spalten in den Dachschindeln durchblitzen zu lassen. Gerade, dass man so einen Strahl durchsieht. Ja, genau. Ich meine, das Gebäude dann etwas heller drauf kriegen, weil er nicht so viel Gegenlicht auszumerzen ist, die dunklen Bereiche ein bisschen auffällt und vor allem, es passiert dann was im Bild. Da entwickelt sich ein bisschen mehr Geschichte. So ist es Architekturfotografie. Ein Gebäude, Klick, bitte ansehen. Ja, nun gut, ich meine, das kommt natürlich jetzt auch durch die durch diese Gegenlichtsituation und was sie im Chat auch schreiben, irgendwie, dass das so ausgefranst und kontrastlos ist. Naja, das hast du bei Gegenlicht gerne. Ne? Das hatten wir letztes Mal auch schon besprochen. Wenn du so Gegenlichtaufnahmen hast, dann hast du das Problem mit dem Kontrast gerne. Ja? Das kannst du nicht gleichzeitig haben. Gegenlichtaufnahme und nochmal super kontrastreiches Bild. Das funktioniert nicht. Ne? Da musst du entweder in Post irgendwie nachhelfen, wie doof. Aber dann machst du dir diesen Charme wieder kaputt. Genau, und dann machst du den Look kaputt. Ne? Und das ist dann eben halt so. Da muss man mit klarkommen. Und das muss man dann vielleicht auch an der Stelle völlig übertreiben. Ja, dass man eben halt schon merkt, dass das so diese flirrende Sommergeschichte irgendwie ist und die Sonne einem ins Gesicht brät. Ja. Lieber Andi, um deine Frage zu beantworten, wir sind heute erstmal alleine. Vielleicht kommt Boris noch, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Aber dafür kriegen wir heute mehr Bilder. So. Und bitte duzen. Ja. Bitte wer duzt hier wen? Nee, hier, oder bleiben Sie heute zu dritt, schreibt André. Bitte duzt uns. Ich möchte hier nicht gesiezt werden. Ja, du bist alt genug. Ach so, Sie, weil Sie groß geschrieben. Ja. Das ist aber dann keine Ansprache an dich gewesen, glaube ich mal, sondern Sie im allgemeinen Sinne von die Dödel. Ach so, also die Dödel. Ja, die Dödel ist okay. Das ist nur... So. So, jetzt ist er weg. Geil. Ja, Thomas lässt uns alleine. Dann machen wir mal weiter und ich zeige mal das Bild, was ich teilen wollte. So, endlich Rohrkarton. So. Ich hoffe mal, dass er wiederkommt. Ach ja. Ja. Guck mal, Joachim, ich habe uns ein schönes Bild rausgesucht. Bunt. Du bist doch so ein bunter Typ, oder? Eindeutig erkennbar, ne? Ja. Ich habe mir die Fotos oft schon angeschaut im Netz. Ich habe mir ein Video-How-To angeschaut, wie man das macht. Einfach geschnitzte How-Tos, welche von Profis, die man kennt. Ich tue mir den Dreck nicht an, sogar wenn ich die Farben gratis kriege, die Holi-Farben, ich glaube Holi heißen die, gell? Ja, genau. Wo willst du das machen? Ich meine, das machen schon. Ich habe das mal gemacht. Nutzen. Ich habe das einmal gemacht, weil ich es einfach machen wollte, weil ich wollte halt sehen, wie es funktioniert, weil das ist technisch nicht ganz unkritisch. Aha. Das Problem bei dieser Geschichte ist nämlich, dass du einen relativ schnellen Blitz brauchst. Also du brauchst einen Blitz, also entweder machst du es mit wenig Leistung, ein Kompaktblitz funktioniert da ganz gut, der relativ kurz abbrennt, weil du musst das ja einfrieren. Sobald du halt eben, sag mal hier zum Beispiel mein Gin Bay Porti, der brennt halt relativ langsam ab. Dann hast du das Problem, dass natürlich dieser Staub, der da ist, also nicht so schön. Ja, genau, der verschmiert einfach. Das sieht dann einfach nachher aus wie eine Wolke und nicht wie so eine Explosion. Da fehlt diese Knackigkeit und die Schärfe einfach. Und das hat er hier wirklich gut hinbekommen. Was mich wirklich interessieren würde, ist, ob das ein Shot ist. Ich glaube fast, dass das mehrere Würfe sind, die er zusammengefügt hat. Wenn es wirklich ein Shot ist, Respekt. Weil die dann auch so genauso gezielt also genauso zielen, dass die das Gesicht nicht verdecken, dass die
dass die eigentlich die Person noch nicht verdeckt und so sauber zu sehen sind. Also vielleicht war es auch einer von 1000 Shots. Also so ein Bild macht man ja auch nicht einmal. Ich meine, die sieht man ja auch, die sind schon relativ dreckig. Also die ja, das ist das Nächste. Die Models musst du permanent duschen und wieder trocken feinern, wenn da was daneben geht. Na, die lässt du so. Vergiss es. Das kannst du also wir haben das gemacht in Duisburg in der Zinta-Anlage heißt das. Das ist so ein altes, also so ein Lost Place, halt ein riesiges Industriegebiet-Ding. Und da haben wir wirklich mit Kehrblechen gestanden. Ich habe 2,25 Kilo Säcke Mehl geholt. Die haben wir halt mit Farbpigmenten eingefärbt. Und dann haben wir mit Kehrblechen das auf die Models gemacht. Aber wir haben es halt ein bisschen nicht so klein, sondern wir haben die von hinten beschmissen, dass die in so einer großen Staubexplosion standen. Das sah auch ganz witzig aus, aber hier ist das ein bisschen diffiziler gemacht. Und ich denke mal, das wird auch im Studio sein, wo sie ein bisschen abgedeckt haben, weil so wie wir das gemacht haben, das kannst du nicht im Studio machen, weil mein Blitz stand, glaube ich, ich würde mal sagen, ungefähr 7-8 Meter davon entfernt und der sah nachher aus wie Sau. Also das kannst du eigentlich im Studio fast gar nicht machen, weil er staubt wirklich wie Sau. Aber kommen wir mal zurück zum Bild. Ich habe das rausgesucht, weil mich nervt eigentlich mittlerweile diese dass das immer dasselbe gemacht wird. Also es sind halt, ob es diese Wasserexplosionen sind oder diese Staubexplosion. Dass man das mal macht, ist okay. Nur man sieht es halt immer wieder, ne? Weil es kommt halt ständig immer wieder. Aber ich finde es ziemlich gut gemacht, das Foto. Weil das mit dem Pärchen finde ich eine klasse Idee. Ich finde, die beiden agieren auch schön miteinander. Also ich nehme ihn also ab, dass sie ein Pärchen sind. Und es ist technisch gut geworden. Also technisch auf alle Fälle, keine Frage. Ja, ich finde das richtig gut. Mich würde mal interessieren, sowas müssten wir mal machen in einer Situation, was absolut nicht reinpasst. Ja, ist ja eigentlich. Stahlarbeiter mit Helm oder irgendwo einer in einer Glashütte, der sich gerade an runterschwitzt, also so richtig Arbeitsdokumentation in Schwarz-Weiß mit extremen Kontrasten und mittendrin kriegt er so eine rosarote Handvoll Staub in die Fresse. Ich finde es spannend, dass das bei ihm nicht so wirklich passt, oder? Bitte? Ich finde das schon, dass das nicht so wirklich passt. Also das ist halt ein Pärchen, das in sich innig ist und miteinander halt irgendwie ein bisschen rumknutscht und die werden halt mit Mehl beworfen. Also ich finde das schon eine sehr skurrile Situation. Also ich finde es cool. Ich mag die Farben auch. Ich finde die Farbkombo sehr gut gewählt. Ja, aber es bleibt am Ende vom Tage immer wieder das Gleiche, was fotografiert wird. Neutraler Hintergrund, meistens schwarz, ja, viel bunt und 1-3 Personen. Ja, ja. Und viel Dreck. Ja, es ist, das hast du oft, dass du hast immer so eine gewisses, was das kommt irgendwas und dann wird es von 1000 Leuten gemacht und dann kommt wieder das nächste und das wird von 1000 Leuten wieder gemacht und das nächste. Eine Zeit lang war das ja auch so mit diesen Tintenfischen, wenn du das gesehen hast, wo sie den ganzen Models die Tintenfische auf den Kopf gepackt haben. Das fand ich immer sehr... Das kann man... Mir vorbeigegangen. Also ja. Holy Farben sind die Eisbucket-Challenge der Fotografie, kann man das so stehen lassen. Ja. Obwohl ich die cool finde. Also ich finde, weil da einfach eine Menge an Technik auch hintersteht und auch an Belichtungstechnik, weil das ist auch gar nicht so einfach belichtet, weil du musst schon zusehen, dass die beide auch vernünftig beleuchtet sind, dass du das Zeug vernünftig kriegst, dass alle gleichzeitig werfen. Also da steckt schon so eine gewisse Handwerklichkeit hinter, deswegen finde ich die immer ganz cool. Auch wenn das Thema... Muss man das, das ist gar keine Frage. Also technisch das Thema ist so. Ja. Aber da gebe ich dir recht, das Thema ist einfach gegessen. Das haben wir 20.000 Mal gesehen. Aber ich sag's ja, das ist so wie mit dem Pariser Eiffelturm. Ne? Der ist millionenmal fotografiert, aber nicht von mir. Und fertig aus. Macht's, finde ich cool. Man lernt dabei auch eine Menge bei sowas. Oh naja, ja, vor allem mit Blitzen umzugehen, gar keine Frage. Ja. Naja, das Ding ist ja vor allen Dingen auch, das Bild würde eben halt auch ohne die Farbe funktionieren. Ja, und das stimmt. Ne, das ist alleine schon mal als Merkmal so, dass man jetzt nicht unbedingt sagen kann, dass es ausschließlich so Mittel zum Zweck und ohne diese Farbschmeißerei wäre das alles ein ganz doofes, langweiliges Bild. Und das ist schon mal sehr geil. Ja, ja. Dass man also schon mal sagen kann, okay, das funktioniert für sich alleine. Hier im Chat war jetzt auch die Geschichte, ob das im Hochformat oder im Querformat und da ist rechts so ein bisschen zu viel Platz. Das finde ich jetzt eigentlich ganz schön. Erstens eben halt, dass sie wirklich nicht genau in der Mitte sind, das ist ganz cool. Und dass man diese Farbspuren auch so ein bisschen sieht, das finde ich eigentlich ganz geil. Weil ich könnte mir vorstellen, wenn man das jetzt so schneidet, dass du Hochformat nur wirklich dich auf diese Menschen
beschränkst, dann stellst du dir unter Umständen die Frage, woher kommt die blöde Farbe her? Ja. Ja, also insofern finde ich diesen auch wieder Kontext, dies drumherum, hier eigentlich ganz schön, ganz ehrlich. Also finde das genauso eigentlich richtig. Ja. Ja, also, ich finde das cool. Das finde ich gut. So, das ist eins der, also ich habe eine Menge Mehlbilder gesehen und ich finde, das ist wirklich eins der oberen, also der besseren, weil sie auch technisch gut umgesetzt sind, dieses Bild. So, jetzt hier mal Spekulationsgeschichte. Ist das ein Bild? Habe ich gerade schon gesagt. Ich weiß es nicht. Wenn, ist es wirklich verdammt gut getimed. Ich könnte mir aber auch vorstellen, weil dieses Blau, guck dir mal dieses Blau an, das sieht so überlagert aus. Natürlich ist das Staub, der sich auch so ein bisschen drüber, aber schwer, finde ich schwer zu sagen. Also ich von der Anzahl der Farbwürfe oder Handvoll Staub, die da geschmissen worden sind, geht sich das locker mit einem Schuss aus. Das sind zwei Personen, ja, das geht. Zwei Händen, das wäre ja nicht die Frage, ne? Hat aber Glück gehabt. Also dann dafür ist es wirklich, weil die auch so schön separiert sind, die Farben. Also das war definitiv, also ich meine, gut, an den Personen sieht man es, dass es definitiv nicht der erste Wurf war, aber da wirst du üben müssen. Also ich weiß auch nicht, mit wie vielen Personen, wenn du das mit zwei Personen machst, die müssen dann in jeder Hand eine Farbe und dann können die, ja gut, dann triffst du schon mal an zwei verschiedene Stellen. Ja, das ist tricky. Also da hast du einige Tries vor dir, bevor du das vernünftig hinkriegst. Blumenkraft im Chat fragt sich selber auch, was will mir der Künstler sagen? Ja, vielleicht gar nichts. Ne? Oder? Ich weiß nicht. Muss ein Bild immer was sagen? Also ich finde. Das ist jetzt so die Frage, ja, genau. Ich finde halt, es gibt auch Bilder, die sehen einfach nur geil aus. Also es gibt einfach Looks. Das ist so wie im Kino auch. Es gibt einfach so Szenen, wo du sagst, ja, die sind total sinnbefreit, aber sieht einfach geil aus. Lass den Scheiß stehen, das sieht gut aus. Wenn einer mit dem Auto durch ein Parkhaus driftet, sieht einfach cool aus. Sinnbefreit, aber sieht cool aus. Ja, das ist ja überhaupt nicht sinnbefreit. Aber das ist ja egal. nee, finde ich eben. Unter Umständen ist das jetzt eben halt einfach wirklich nur so ein Bild, dass man einfach dran vorbei und sagt, oh cool, schön. Ja, ja. Das stimmt einfach, der Look und fertig aus. Finde ich auch. Ich finde das toll, wenn Bilder Geschichten erzählen, aber ich finde nicht jedes Bild braucht eine Geschichte. Aber wie gesagt, wie du schon sagst, das, was an dem Bild wirklich toll ist, dass das Bild an sich auch ohne die Farben funktionieren würde. Ja, ja. Weil die beiden wirklich super miteinander agieren. Ja, cool. Ja, und unter Umständen, ich meine, stell dir das mal bitte vor, du bist die beiden und hängst dir das zu Hause hin. Ja, cool. Na, absolut geil. Ja. Dann ist die Frage nach, was will der Künstler mir sagen, hier vollkommen Wumpe. Wenn du dir das als Pärchen oder als Paar zu Hause hinhängst, solltest du es schnell machen, bevor du noch Kinder hast, die mit dem Bild was anfangen können. Weil wenn die Kinder von den zwei das Bild verinnerlicht haben, das Kinderzimmer kriegst du nie mehr sauber. Mama und Papa machen es ja auch. Ja. Also sowas würde ich rechtzeitig abhängen, bevor die Kinder dann anfangen zu sprechen, ständig laufen können, die ersten Buntstifte bekommen. Ah ja. Schnell wiesen lassen. Ja, das ist völlig Wumpe. Die kommen auf andere Scheiße. das ist wirklich total egal. Ich habe zum Beispiel, da kann ich dir sagen, ich habe mal einen kurzen, es gab diese Sendung mit dem Hohecker und dem Nicht nachmachen. Nicht nachmachen, genau. Die habe ich mit ihm zusammengeguckt. Ja, meine, er hat gejubelt natürlich, als dann die Sachen flogen. Meinst du, er hat so Mikrowelle gehört und hat er die nächsten Sachen reingehängt, die nächsten Dosen reingelegt? Nein, also alles, man muss den. Die sind nicht lebensmüde. Da bin ich mir nicht so sicher, aber gut. Michael, hast du die Möglichkeit, das mal kurz in Schwarz-Weiß umzunudeln? Ja, hätte ich, warte mal. Also jetzt nicht auf einen Klick. Ja, ne, macht ja nichts. Dann nehmen wir erstmal das nächste und. Ich wollte gerade sagen, mach das nächste Bild und dann ich nudel es mal eben kurz in Dings um. Also, wenn du dich jetzt nicht konzentrierst beim nächsten Bild. Wir kommen drauf zurück, Joachim. Guck, geht doch. Hat schon geklappt. So, für den Chat. Ah, schwarz und heiß. So, jammer der wieder. So. Ich bin ja der nicht
Fotos von Menschen machen mag, weil er es nicht kann. Darum habe ich es mir schon mal genommen, weil ich was versucht zu lernen dabei. Zweitens, der Horizont muss nicht immer gerade sein. Das ist er da überhaupt nicht. Dafür ist die Person waagrecht im Bild. Das bringt schon mal eine gewisse Spannung ins Bild rein. Drittens, der an sich alles nur nicht homogene Hintergrund oder Untergrund in dem Fall wirkt trotzdem homogen, weil er gleichmäßig grau ist. Ich vermute mal, der Fotograf im Post-Processing das Ganze ein bisschen eingeebnet von den Grauwerten her. Aber meine grundsätzliche Frage ist, wie kriegt man den metallischen Look, um ein neudeutsches Wort zu verwenden, der Haut hin? Das kann ich dir erklären. Cremes, braucht man da die richtige Person einfach dafür oder macht man das alles mit Lightroom hinten nach? Das kann ich dir erklären. Sprich. Also, das Model selber ist erst, also erstmal was knackiger Sonnentag. Also wirklich richtig knackiger Sonnentag. Die ganze Belichtung ist so darauf ausgelegt, dass es relativ dunkel belichtet wurde. Dadurch kriegst du halt einen sehr guten Kontrast hin. Dann haben wir vorab das Model mit Glycerin eingerieben. Ja, also glänzend sie Haut, hat sich mit, hilft schon mal. Ja, genau, weil Glycerin, das ist einfach toll. Glycerin hält relativ lange auf der Haut. Du hast nicht dieses Problem bei Bodylotion, dass es einzieht relativ schnell, sondern es bleibt relativ lang und du kriegst dadurch diesen leichten hellen Look. Und dann ist natürlich noch nach einem Photoshop Dodge and Burn. Also das heißt, also die dunklen Stellen abgedunkelt und die hellen Stellen noch ein bisschen heller gemacht und dadurch kriegst du halt nochmal diese Glanzstellen. Das ist so, diesen metallischen Look, genau, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Das ist viel Nachbearbeitung. Ja, das war mir klar. Ich meine, ich könnte mir sogar vorstellen, dass das Bild nicht in Schwarz-Weiß ist, sondern eher in Richtung Kupfer irgendwie ausgearbeitet wird. Dass das noch metallischer wirkt. Ob das dann funktioniert, auch weiß ich nicht. Oder ist könnte man sich dann ja verschiedenste Metallsorten raussuchen, ne? Wo man es einfärbt. Ja, es ist Nachbearbeitung. Also das, ich habe da ja auch nicht so ein Preset, dass ich drüber knall. Also ich mache die Bilder immer aus, so, wie ich sie will. Also ich arbeite ganz wenig mit Presets. Mal, jetzt liegt die da so clean in der Gegend rum und dadurch durch diesen metallischen Look, finde ich eine ganz schöne Beschreibung, kommt die eigentlich auch sehr, sehr clean rüber. Ja? Und an den Haaren ist kein Fussel und gar nichts. Aber dann sich nochmal vorher mit der Hand im Dreck abgestützt, ne? Ja. Aber das finde ich nicht schlimm. Nee, ich auch nicht, weil dann kann ich so den Bogen schlagen zu Josh, der hier im Chat als ersten Kommentar gleich "Oh, Tatort" geschrieben hat. Schön. Ja, hat was davon, ja. Na, so, dann würde ich sagen, dann passt das auch wieder mit dieser Hand. Nein, also ich meine, irgendwie, ich finde es jetzt auch nicht schlimm, ich finde es eben halt irgendwie ganz. Nee, ich finde die Assoziation ganz cool eigentlich. Aber du kannst, wenn du länger hinschaust, kannst du dich wirklich fragen, ne? Lebt die oder nicht? Ja, genau, aber da finde ich halt, da passt der Gesichtsausdruck, der wirkt ja schon so ein bisschen. Und sie stemmt sich ja, also sie liegt ja nicht schlaff auf dem Boden. Darauf habe ich ja geachtet, stimmt, dass sie sich so ein bisschen ins Hohlkreuz drückt. Ja, wenn sie tot ist und da unten ein fußballgroßer Stein liegt, tut das niemandem mehr weh. Also das wird schon funktionieren. Da schnitzen wir uns jetzt hier aber. Naja, gut, ich meine, so ein Tatort, ne, wer weiß. Ne? Ich weiß es nicht. Ich bin ja zu wenig Kriminologe, dass ich das irgendwie weiß, ob da eine Leiche so liegen würde. Warte mal, ich guck mal gerade. Ja, der Schotter vom Untergrund, hast du den noch nachbearbeitet oder war das ja ebenmäßig grau? So, hier, kannst du mal auf meinen Bildschirm umschalten? Ja, der war so grau. Das unbearbeitete RAW. Ja. Und die schaut noch immer aus wie Bekannte von mir. Das ist aber eine bundesdeutsche Bürgerin, oder? Das ist die Isabella Rosava aus Ecke Treusdorf bei Köln. Also so wie sie da liegt, schaut das Gesicht aus wie eine Bekannte von mir aus Kärnten. Die da in Salzburg studiert. Eine Blondine halt. Ja, gibt's mehrere, aber trotzdem schaue ich aufs Gesicht, nicht auf die Haare. Ja. Darum hat es mich mal gewundert am Anfang, aber okay.
Na, da gefällt mir die Schwarz-Weiß-Version besser. Ja, muss ich auch sagen. Und vor allen Dingen hast du das gemacht, was ich bei Schwarz-Weiß ja immer schön finde, harte Kontraste. Ja. Mut zu Schwarz und Mut zu Weiß. Ja. Und das ist cool. Ja. Wenn man sieht eigentlich, wenn man jetzt nochmal hin und her schaltet zwischen dem originalen RAW, was du jetzt ja da, genau, das ist ein schöner Vergleich, dann sieht man einfach mal, da brauchst du keine Vignetten, da brauchst du gar nichts. Ja. Zumal eben halt in der Bunt-Version die Hautfarbe viel zu nah an der Untergrundfarbe eigentlich ist. Ja, und durch das Schwarz-Weiß setzt sich das eben halt hervorragend ab, finde ich. Und dass du da eben halt mit dem Dodge and Burn sie da nochmal richtig rausgearbeitet hast, super geil. Ja. Was wichtig ist, finde ich immer, das habe ich mir mittlerweile bei Shootings echt angewöhnt, vorher eine Idee zu haben. Also, nein, das ist wirklich, ich hab am Anfang, ich bin halt losgegangen mit Leuten und haben halt gesagt, ach komm, da machen wir mal, gucken wir mal. Man hat sich halt so ein bisschen darauf verlassen, dass man das schon ein bisschen drauf hat mit dem Fotografieren, aber ich finde so, wirklich die Fotos, die nachher dann auch einen wirklich umhauen, sind dann die, wo man vorher schon eine Idee im Kopf hat, wo man dann gezielt auch drauf genauso fotografiert hat, wie man es braucht. Also, dass man sagt, ich brauche jetzt hier viel Schatten, also nehme ich die Sonnenseite von vorne und lass nach hinten viel Schatten kommen, lass ihr Gesicht auch leicht im Schatten verlieren, sodass sie auf der einen Seite Licht hat, damit ich weiß, ich kann diese Glanzkanten dort besser rausarbeiten. Also sich wirklich schon vorher die überlegen, wie das Bild nachher aussehen soll, nachdem man es bearbeitet hat. Das hilft ungemein. Tatsache. Der gemeine Anfänger, ja, der stellt sich jetzt natürlich die Frage, verdammt und zugenäht, dieser Klugscheißer, der will mir hier jetzt irgendwas erzählen, weil weiß ich ja gar nicht, wie ich das hinkriege. Ja, das ist den Göttern vorbehalten, vorm Shooting, ohne dass irgendwas da ist, mit einem klaren oder einigermaßen klaren Bild im Kopf anzutreten und dann irgendwie auch ein Ergebnis zu bekommen, was dem nahe kommt oder zumindest als Startpunkt irgendwie dient. Ja, so, das stimmt auch. Da bin ich fest von überzeugt. So, aber was kann man denn jetzt demjenigen, der da so wie im Ochsen Berge vor dieser Herausforderung steht, was kann man dem denn für Tipps geben? Also, ich sag mal so, ich gehe ja nicht in Shootings und erfinde das Rad neu. Also ich sag mal, so ein kreativer Prozess und das, was geht, ist ja daraus, ich sag mal, wenn du am Anfang, ich vergleiche das mit einem Handwerker, wenn der anfängt, einen Stuhl baut, dann weiß er, der hat vier Beine, eine Platte oben drauf, einen Rückenlehne und da kann er halt drauf sitzen. So, und dann irgendwann kommt er auf den Punkt, wo der Stuhl, den kann ich bauen, aus dem Blind heraus. Jetzt fange ich an und mache Schnitzereien rein. Was gibt es denn da für Schnitzereien? Ach, da gibt es Rosen und so. Und so weiter. Das heißt, am Anfang fangt doch an zu kopieren. Sucht euch Bilder raus, die euch ansprechen, die ihr schön findet, die ihr gut findet und versucht sie zu kopieren. Daraus lernt ihr A, sehr viel von der Lichtsetzung her. Ihr lernt im Retouching, also in der ganzen Nachbearbeitung unheimlich viel, wenn ihr versucht, den Look zu kopieren. Und wenn ihr dann angefangen habt, einfach diverse Looks zu kopieren, dann fangt ihr an, eigene Ideen. Sagt ihr, guck mal da, wenn ich da jetzt nochmal so ein bisschen, dann fangt ihr beim Bearbeiten, merkt ihr dann plötzlich, wenn ich hier in dem Regler drehe, das gefällt mir unheimlich gut, wenn da noch ein bisschen Rotstich drin ist, irgendwas, dann fangt ihr an, eigene Ideen zu entwickeln. Aber am Anfang finde ich Kopieren von Ideen völlig okay. Und das war nämlich auch gerade wie mit dem Holy-Bild, mit dem Mehl. Kopiert es doch und dann macht eigene Ideen draus. Dann denkt mal weiter, einen Schritt weiter, was könnte man noch damit machen? Und so entstehen die, du gehst nicht von einem Tag auf den anderen los und machst irgendein Bild aus dem Kopf und sagst, so möchte ich ein Bild haben, sondern die entstehen aus vielen anderen Shootings, entstehen neue Ideen. Also das Machen und das Vielmachen, das ist das, was nachher die Ideen bringt und was nachher die Kreativität bringt. Ohne dass wir drüber gesprochen haben, genau das meinte ich nämlich. Ja, genau das Machen, nehmt euch mal Bilder aus, was weiß ich, Zeitschriften, 500 PX oder sonst wie irgendwas, egal, die ihr cool findet und baut die einfach mal nach. Ja, und von mir aus auch völlig sklavisch und 1:1 irgendwie, bis ihr das Ergebnis bekommt, wo er sagt, so wollte ich, dass das aussieht. So, und das ist irgendwie so ein Rüstzeug, das habt ihr dann zumindest schon mal im Petto. Ja, und das macht ihr ein paar Mal und das verselbstständigt sich dann irgendwann und setzt sich zu neuen Ideen zusammen, wo er sagt, Mensch, jetzt möchte ich das mal so machen. Ja, und auf einmal seid ihr nämlich dann auf eurem eigenen Weg. Aber am Anfang, um das so ein bisschen zu kickstarten, also anzuschieben, unbedingt nachmachen. Ja,
Die braucht ja niemandem zu zeigen, die Bilder. Das ist vollkommen egal. Das dient einzig und allein euch zum Lernen. Ja, und wenn er diese Leute zeigt, zeigt sie nicht immer unbedingt auch nur Leuten in eurem näheren Umkreis. Nein. Die werden eure Bilder immer toll finden. Was wollte ich denn? Ach, jetzt habe ich es vergessen. Ich wollte gerade noch irgendwas sagen. Egal. Dann kann es nicht wichtig gewesen sein. Also das ist eben wie eine Geschichte. Und das ist es eben halt nicht nur bei der Aufnahme, ja, sondern das ist nachher auch in der Nachbearbeitung und die Krönung ist es dann nachher, wenn man eben halt beides zusammenbringt, wo man dann sagt, ich mache eine Aufnahme ganz bewusst mit dem Gedanken schon im Kopf, dass ich dahinter was nachbearbeiten will. Deswegen zum Beispiel unter Umständen belichte ich auf einen ganz bestimmten Bereich, weil ich weiß, den kann ich in der Nachbearbeitung nachher so und so bearbeiten oder ich kann einen Bereich belichtungsmäßig vernachlässigen, weil ich weiß, dass ich nachher in der Nachbearbeitung da schon wieder was noch wieder rausholen kann und retten kann. Das sind solche Dinge, die kommen und jetzt kommt es wirklich ganz dicke hier mit der Klugscheißerei. Das ist wirklich Übung. Das ist reine Übung, viel machen, oft machen. Machen ist alles. Ja. Und das Wichtigste ist, dass, und so doof es auch klingt, das ist auch wieder ein Klugscheißerspruch, das meiste lernst du an verkackten Shootings. Also wo du wirklich Dinge falsch gemacht hast. Da lernst du so viel bei, weil du dich über dich selber ärgerst und es das nächste Mal definitiv nicht nochmal falsch machst. Weil du sitzt zu Hause, du hast die Bilder, du willst dir dem Model zeigen und denkst dir, boah, scheiße, ich hab's verkackt. Aber daraus hast du gelernt. Und da darfst du dich auch nicht runterziehen lassen. Auch dieses ständige, das höre ich von so vielen, und ich bin da selber einer, der ständig unzufrieden ist. Man macht Bilder und ist eigentlich ständig schon immer einen Schritt weiter. Also man ist in seinem Wollen immer weiter als in seinem Können. Das ist ganz blöd eigentlich, aber treibt einen auch irgendwie an. Und das ist wichtig, dass man das hat, diese Unzufriedenheit. So blöd manchmal in dem Moment ist, dass man da sitzt und denkt, ach, ich möchte gerne, ach, das sollte eigentlich besser sein. Man ist so mit sich im Unrein manchmal. Aber genau das treibt einen an. Ja, man muss aber auch Etappensiege feiern. Ja, also wenn man mal irgendwo angekommen ist, wo man sagt, Mensch, das ist zwar noch nicht so hundertprozentig das, wie ich mir das so vorgestellt habe, aber das ist schon ganz geil. Und dann auch ehrlich zu sein, zu sagen, Mensch, das ist irgendwie schon cooler, als ich mir das, was weiß ich, vor 3 Monaten hätte vorstellen können, dass ich mal sowas mache, muss man dann eben halt auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und einfach auch mal nicht zu sehr durchdrehen, weil sonst gibt man nachher frustriert auf, sondern einfach mal sagen, Mensch, ist schon, ich bin da auf dem richtigen Weg oder was auch immer. Und das sind solche Dinge, das macht der Fotograf, der ja eigentlich ein sehr zeigefreudiger Mensch ist. Ne? Ich meine, sagen wir mal ehrlich, ja, ein Teil unserer Belohnung kriegen wir dadurch, dass andere Leute unsere Bilder toll finden. Aber das ist so die Arbeit, die man so für sich alleine macht. Ja, und Dinge, die dann eben halt auch die heimische Festplatte in der Regel nicht verlassen. Ja, und auch mal so Entwicklung. Dann mal so wirklich mal so eine halbe Stunde Zeit nehmen und einfach mal durch Entwicklung durchklicken. Also mal wirklich alte Bilder angucken und dann mal so in 2-3 Monats-Steps mal weitergehen und dann auch selber sehen, ach guck mal, da ist ja schon was passiert, das hat sich entwickelt, da ist was anderes, guck mal, da habe ich jetzt schon wieder der. Und das ist auch manchmal sehr hilfreich, um dann manchmal so aus diesem kreativen Loch rauszukommen oder wenn man selber mal wieder komplett unzufrieden mit sich ist. Genau. Anfangen kann man mit solchen Dingen übrigens, wenn man jetzt noch nicht so das geschulte innere Auge hat und irgendwie einen ganz bestimmten Look fotografieren will, indem man vielleicht einfach mal losgeht und sich Aufgaben stellt. Ja. Und vielleicht sich auch ein bisschen beschränkt und sagt, ich möchte heute mal, was weiß ich, knalliger Sonntag und du sagst, ich möchte heute mal nur Bilder machen, was weiß ich, unterm Baum oder im Schatten oder in der Einfahrt irgendwo oder was auch immer. Das hilft dann eben halt auch schon mal, dass man eben halt lernt, mit verschiedenen Situationen umzugehen und dann sich eben halt darauf zu beschränken. Das ist einfach auch sehr wichtig, weil Fotografie ist ja immer irgendwie auch eine Art von Beschränkung. Ne? Also. Und sehr hübsch. Ich jetzt bin ein Fotograf, ich bin beschränkt. Ja, das schreibe ich mal groß. Das könnte ein Showtitel sein, ne? Also da. Ne? Treffer. So, jetzt haben wir. Ihr müsst aber noch ein Bild ausgraben. Haben wir ja immer gedacht, du bist wieder an der Reihe. Naja. Hätte eins. Na dann, Feuer.
wo ist denn der Bildschirm? Da, da. Jetzt komm her, Google. Du bist so toll, das schaffst du. So, das ist auch von dem gleichen Herren, der mir... Ah, stimmt, Mario Götze. Das ist auch vom Roger Salzmann. Und hier schreibt er hier mal wieder neuer Input für, also er schreibt bei beiden dasselbe, er hat gerade geschrieben auch schon, hallo, hier mal wieder neuer Input für eure Sendung, vielleicht findet es ja eure Gnade. Gnade, du brauchst unsere Gnade nicht. Nein, aber wenn ihr Bilder hier einschickt, schreibt doch mal ein paar Sätze dazu. Manchmal ist es halt auch der Kontext, der so ein Bild interessant macht, wenn man so ein bisschen Geschichte dazu sieht, weil dieses Bild zeigt halt einen jungen Mann, der in die Ferne schaut. Vielleicht, lieber Michael, darf ich dich da ein bisschen trollen? Der Einsender des letzten Bildes, das wir hier besprochen haben, von der halbnackten Dame am Strand, hat nämlich genau nichts dazu geschrieben. Ja, das war eigentlich auch eine Gag-Einsendung. Wie eine Gag-Einsendung? Das war zu dem Schwarz-Weiß-Thema eigentlich, ne? Ach, das ist wieder, das sind jetzt deine Bärenfotos hier, oder was? Schwarz und heiß. Nee, da war gar kein Bär zu sehen. Also, nein, ich sitze ja auch hier in der Sendung und kann was dazu erzählen. Aber ich finde es halt schön, auch mal von den Leuten, die hier einreichen, so ein bisschen was über die Bilder zu erfahren. Vielleicht steckt da sogar teilweise eine richtig interessante Geschichte hinter. Finde ich mal ganz cool. Ja, oder ihr sagt einfach, ich habe mich jetzt hier mal in Porträtfotografie probiert. Fände ich auch interessant. Ja, das ist ein fairer Punkt. Allerdings, nicht jedes Bild muss eine Geschichte haben, weil, da haben wir auch oft genug gesagt, die richtig guten Bilder, die lassen eine Geschichte entstehen im Kopf. Ja. Trotz alledem, Hintergrund, wie das zustande gekommen ist und so weiter, ist hochgradig erwünscht, habe ich tierisch Bock drauf. Ja, wo war mit, das? Ja, genau. Allerdings bei diesem Bild, also zumindest bei mir, findet da so eine Assoziationskette schon statt, ja. Gerade weil er irgendwie so ein Ami-T-Shirt irgendwie anhat, dann guckt er so in die Ferne, irgendwie ein bisschen, na, so ein bisschen, na, ich will mal sagen, so nicht so sehnsüchtig, aber irgendwie so... Gedanken verloren würde das im Moment. Ja, vielleicht sogar ein bisschen Gedanken verloren, aber trotzdem konzentriert. Dann irgendwie die Arme so, wie sagt man das? Verschränkt. Das ist die typische Männerpose halt. Verschränkte Arme, so nach dem Motto, na, was wollt ihr hier so, ne, so tralala, lehnt dann auch gegen so eine Mauer. Ich finde das irgendwie schon irgendwie so, man stellt sich die Frage, wo ist der? Wo guckt er hin? Auf was guckt er? Was sieht er da? Ja? Insofern finde ich das schon irgendwie sehr, sehr cool. Und das muss nicht irgendwie, das würde mir das wegnehmen, mir diese Gedanken darüber zu machen, wo der hinguckt. Insofern ist das eigentlich schon so auch für alleine ganz cool. Aber mal zu dem Foto. Es gibt eine Sache, die gefällt mir extrem gut und eine Sache, die gefällt mir nicht. Ich fange mal mit dem Guten an. Was mir extrem gut gefällt, das mag ich, weil das nutzen die halt in Kinos auch gerne oft, dieses leicht von unten auf Männer fotografieren. Das hebt die immer in so eine heroische Pose, würde ich fast sagen. Ich mag diese Sicht von unten auf Mann sehr gerne. Das finde ich sehr... das macht ihn einfach stark, das lässt ihn stark aussehen, das ist ja sowieso dieser Blick von unten nach oben, so diese leichte Kindshöhe, so ich gucke hoch auf Papa, das wirkt immer schon so, da lässt man den Herrn, den man da fotografiert, schon auf jeden Fall schon immer eine Nummer heroischer oder ich sag mal ein bisschen opulenter aussehen. Hat er auch gut gelöst, auch so wirklich so die Kopfhaltung, so gerade eben, dass die Nase so am Auge vorbeigeht, aber es wirkt nicht so, als würde sie quer durchs Auge gehen. Also das ist so echt noch okay, das ist wirklich gut gemacht. Was mich nur stört ist, dass er nach oben hin gibt sie ihm so viel Luft und nach unten schneidet sie ihn so hart an. Da hätte ich gedacht,
Lieber einen Tick weiter runter und dafür dann da oben ein bisschen weniger. Ich hätte gerne noch die Arme mit drauf gehabt, da hast du schon recht, aber ich finde, dass das oben so Luft hat, finde ich gar nicht so ganz schlecht. Ja, aber dann hinter oben noch mehr. Genau, ich finde diese Kante da oben nämlich gar nicht so scheiße. Ne? Dadurch, dass du eben halt auch so ein bisschen unterschiedliche Schattierungen hast, finde ich eigentlich ganz cool. Also, er hebt sich gut vom, das ist halt das Schöne, so, Menschen vor etwas dunklen Hintergründen sind eh genial, dadurch heben die sich wirklich toll ab. Er kriegt auch ein tolles Streiflicht dadurch, dass hinten Licht reinkommt auf seiner Augenseite hier. Das ist auch dadurch, kriegt er auch nochmal Kontur. Das ist toll. Was ich mir vorstellen könnte, dass das auch im Querformat gut funktioniert hätte. Ja, das auf jeden Fall. Vor allem hätte man dann seine doch relativ männlichen Schultern eher draufgekriegt, weil der Ansatz von den Schultern wirkt so, als ob er doch recht breite Schultern hätte. Und genau bei so einem doch markanten Detail, genau dort in der Mitte durchschneiden, da fällt es dann halt doppelt auf, dass da geschnitten worden ist, oder zumindest das Bild am Ende war. Durch das stört es mich aber den Schultern schon ein bisschen. Also das ist gleich das Erste, was mir ins Auge gesprungen ist, da unten fällt mir was. Aber als herrschender Horizontal-Nazi möchte ich da jetzt anmerken, dass das nicht einmal daneben gegangen ist, irgendwie mit dem Horizont, sondern dass man durch beabsichtigte Verkippung der Kameraachse durchaus Inhalt des Bildes von der Aussage her ändern kann. Weil er steht da relativ gerade da, schaut nach vorne, so Gedanken verloren oder wie auch immer. Aber wenn man das Bild jetzt wirklich ausrichtet, laut Gemäuer im Hintergrund, würde er eher total entspannt, leicht schräg an der Wand lehnen und nicht so gerade dastehen. Und da wird er viel, viel relaxter und entspannter und gemütlicher wirken, als er da am Bild tut. Und das ist doch dann eine ganz andere Aussage. Naja, aber ich finde eben halt so ganz entspannt und relaxed muss der da gar nicht stehen, weil das hat schon auch irgendwie, hat für mich auch so eine gewisse Bereitschaft. Der ist jetzt eben halt nicht so mega gechillt da. Eben, das meine ich ja damit. Allein die 3 oder 5 Grad oder was. Das Foto da aus Dachs ist, in dem Moment, wo du das rüberlegst, wo es hingehört, wirkt er nämlich komplett anders. So richtig, ja, ist schon gut, passt schon. Ne? Ja, aber, aber der Gesichtsausdruck gibt das nicht her. Der ist eben halt nicht. Werden wir mal ausprobieren. Das ist übrigens der Blick von ihm, ich mag den sehr. Das ist, was viele, wenn du die fotografierst, haben die diesen Rehblick, weißt du, die hast einfach die Augen schlaff runterhängen und dann kriegen sie mal diesen, oh, ich werde jetzt erschossen. Und er hat schon, das ist eigentlich ein ziemlich guter Blick, so diese unteren Augenlider so ein bisschen anziehen, dadurch kriegt man so einen konzentrierten, bestimmten Blick und den hat er gut drauf. Ja, yeah, we're talking about the squinch, baby. Genau, und das ist wirklich Shebang. Shebang, genau. Nein, aber wirklich, den hat er. Also für alle, die das jetzt nicht wissen, Peter Hurley, der hat eine sehr, ich will mal sagen... Aber das ist es noch nicht, weil da fehlt das Grinsen für. Nein, aber der hat eine sehr, sehr deutliche Videostrecke gemacht zum Thema Squinch. Ja. Man kann das auch kaufen, kostet irgendwie $200 oder so. Da geht es nur um diesen Look. Und es gibt auch ein paar Umme-Videos, die werde ich da mal hier reinpacken. Und auf der anderen Seite hätten wir sonst einen Showtitel, der heißt nämlich Herrschender Horizontal-Nazi. Ich meine, besser kann es nicht. So, ich weiß nicht. The Squinch. Na, Entschuldigung. Ja, es war wieder mal der Österreicher. Ja, komisch. Nein, mit den Exoten. Ja. Nein, aber das ist cool. Das ist auch irgendwie, mich erinnert das ja total so an Parfum-Werbung hier. Jean-Paul Gaultier, so die Richtung erinnert mich das. Also finde ich eigentlich sehr geil. Also genauso wie das davor, das sind so Billboard-Geschichten. Ne? Finde ich eigentlich ziemlich großartig. Also nicht das davon, sondern hier das mit dem Farbgeschmeiße. Ja. Und das hier, das sind so Billboard-Bilder. Total cool. Sehr geil. Ja. Ja, aber ich halte es da mit Joachim. Ich habe es ja mit Menschen auch nicht so, deswegen fotografieren wir Makros. Einfach machen. Ja, ich weiß. Ja gut, Menschenfotografie ist halt wirklich immer so ein Punkt, da musst du schon ein Faible für haben. Du musst schon Bock haben zu kommunizieren. Wenn du halt jemand bist, der keinen Bock hat,
da auch mal so ein bisschen den Hampelmann von den Leuten zu machen und mit denen zu kommunizieren und mit denen auch das so rauszukitzeln, dann bist du auch in der Personenfotografie, wirst du es da schwer haben. Also wenn du eher so ein Typ bist, der eher ruhig ist, zurückgezogen ist, dann macht das Ganze nicht einfacher. Nö, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ja, der Roger Salzmann, du. Mensch, na, schönes Ding rausgehauen, ehrlich. Das funktioniert auch gut in Schwarz-Weiß. Warte mal, wir hatten doch gerade noch eins, das wollten wir in Schwarz-Weiß haben. Genau, jetzt wollten wir das bunte Farbgeschmeiß. Ja. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Holy shit. Wo kriege ich denn das letzte, was ich hier importiert habe, wieder rein? Jetzt kannst du mit Lightroom nicht umgehen, oder wie? Was ist das denn? Mhm. Wo ist es? Wo ist es? Ich suche es, das ist das Problem. So, die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um 3 bis 5 Stunden. Ja, sonst können wir ja ein bisschen prangern. Wollen wir ein bisschen prangern? Prangern? Wen willst du denn anprangern? Der Boris guckt gerade Tele 5. Was haben wir? Ah, hast du schon recherchiert? Das haben wir hier auf. Es wurde im Chat wurde das schon gepetzt. Und ich habe das jetzt mal auf app.net. Ne? The Next Generation. Naja, gut, das kann ich schon auch irgendwo verstehen. Ne? Nein. Doch, doch. Also, aber dann nicht für unsere Sendung. Enterprise. Naja, wer weiß, wenn da so 7 of 9 irgendwie mitdödelt. Dann ist das schon so, wie ist das hier mit sonst, Joachim, zeig du doch nochmal ein Bild. Ich zeige. Ja. Ich klicke. Genau. Ich kenne mich mal nicht aus. Nein, ich bin ja gerade auf app.net beim Boris trollen. So ein bisschen viel Fenster offen. diesen und jenen und teilen. Bading. So, jetzt können wir noch den Chat befriedigen. Befrieden. Ein Sonnenuntergang. Ja. Ich hoffe, das ist jetzt einmal der richtige Link. Sekunde. Doch, ja. Jo. Das ist von einem gewissen Ole Schirach. Und er schreibt uns: Guten Abend, Jungs. Ich weiß, wie stark ihr alle auf Sonnenuntergänge steht. Hier meine kleine Correction vom letzten Sommer, Herbst. Hier fast vor meiner Haustür. Lasst mich wissen, was euch gefällt und wo ihr Verbesserungen sehen könnt. Der Link führt prinzipiell auf Google Plus Set mit mehreren Sonnenuntergängen. Immer das da rausgefischt. Aus dem einfachen Grund, weil es zur Abwechslung, zur angenehmen Abwechslung einmal nicht abgesoffen in Gelb-Orange ist. Mit ein bisschen Strand oben. Sondern eine Bucht, die noch weiter verzerrt wird ins Buchtige durch ein Fischauge oder Weitwinkel, sagen wir mal so. Und der hat extrem die blauen und kalten Formen rausgezogen. Und wenn grün dabei gewesen wäre, hätte das wahrscheinlich auch noch gemacht. Und das stelle ich mir jetzt einfach einmal. Also das Einzige, was da jetzt technisch ein bisschen stört, meint, wie schaut es im Original aus? Na, das ist Google Plus. In dem Bereich, wo jetzt meine Maus ist, hat man da Abriss von Wert von Rot, ist im Original nicht so, da hat man wirklich einen nahtlosen Übergang vom Rot übers Violett ins Blau rein. Und genau deswegen gefällt mir das Bild. Also mein Sonnenuntergang ist ja nicht unbedingt 38 Grad um 20 Uhr ausstrahlt, sondern vielleicht hat es da gerade einmal 5 Grad plus gehabt. Und das ist einmal eine erfrischende Abwechslung, was Sonnenuntergänge angeht, nachdem es da ja doch einige gibt im Internet. Ja, also da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, also Sonnenuntergänge haben ja irgendwie, naja, die haben ja irgendwie... Was das als reine Natur betrachten möchte, dass man vielleicht da hinten die Antenne oder was das ist rausnehmen hätte können. Ja, okay, komm, das, ja. Aber das ist höchstes Niveau, Gesudere und so weiter, ne? Naja, also wie gesagt, Sonnenuntergänge haben ja irgendwie immer so die Gefahr, dass man an denen zu viel rumdoktert. Und zwar aus dem ganz einfachen Grunde, weil sie da auf dem Bild nicht so aussehen, wie man die Erinnerung hat. Ja? Also nicht so ganz gewaltig.
Was mich jetzt hier so ein bisschen stört, oder beziehungsweise was ich allgemein bei Sonnenuntergängen finde, man muss sich jetzt mal entscheiden, was man irgendwie zeigen will. Entweder du willst das Wasser zeigen oder du willst den Himmel zeigen. Jetzt ist das Wasser hier einigermaßen unspektakulär. Ja, okay, das hat ein bisschen Welle. Na gut, schnarch. Ja, aber was ich eben halt spannend finde oder spannend fände, ist, wie entwickeln sich die Wolken weiter, ne, zu mir hin. Also ich hätte jetzt den Horizont einfach mal ganz entspannt so ein bisschen weiter nach unten verschoben, damit ich mehr Himmel noch drauf gehabt hätte, weil da ist die Dramatik und da ist die Bewegung drin. Ja, in dem Wasser ist die Bewegung zwar auch, indem die Wellen auf mich zueiern, aber die Dramatik, finde ich, ist im Himmel. Und da geht auch die Sättigung weiter zurück, ne, je weiter ich davon weggehe, fallen die Farben dann ab und es wird dunkler. Das ist eigentlich ganz schön, ja, weil das schließt das Bild auch ganz gut ab. Also ich würde eben halt tatsächlich den Horizont, also die Kamera nach oben kippen, Horizont ins untere Drittel und mehr von den Wolken. Da ist die Dramatik. Was natürlich sehr, sehr geil ist, dass die Bewegungsrichtung der Wolken auf mich zu ist. Und das ist cool. Ja, wenn das so von links nach rechts, dann ist das nicht so dramatisch wie genau jetzt. Ja, das ist schon, also von der Aufnahmeposition her, kannst du es nicht besser treffen. Super. Ja. Ich wollte mir jetzt gerade die restlichen Sonnenuntergänge für ihn da rausfischen und irgendwie verweigert Google gerade bei mir. Ja, jetzt mal ihr. Der erzählt uns sowieso gleich, wie er das mit dem iPhone gemacht hat. das könnte sein. Und zwar mit dem iPhone 3S. Und es war eigentlich auch sowieso schon kaputt. Nein, was mir gefällt, nein, das ist definitiv nicht im iPhone gemacht, das ist viel zu weitwinklig. Das gefällt mir aber ganz, ganz gut, dass das so weitwinklig ist. Dadurch kriegt dieses Wasser zu Himmel immer so eine, das wirkt immer so flach, als wäre der Himmel fast auf dem Wasser. Das mag ich eigentlich, weil dadurch kriegt das aber auch wieder Weite. Also ich finde das ein cooler Look. Ich finde die Farben hinten zu übertrieben. Ich weiß nicht, wie das im Original ist, aber das ist mir zu Farbkasten. Canon EOS 7D. Ja, das ist viel zu weitwinklig für einen Film. Naja, also wenn du mit einem iPhone so extreme Weitwinkelfotos machen willst, geht schon. Nur du musst das neue 6er nehmen, das kannst du nämlich so weit auseinanderbiegen, dass du dann wieder... Ja, weißt du, was ich meine? Du schon wieder, weißt du? Nee, es gibt auch sowas, das nennt sich Olloclip, liebe Freunde, der gepflegten Fotografierkunst. Ja, da gibt es Fanboys für Apple und Trollboys. Ich gehöre nicht zu den Fanboys. Und dieser Olloclip, der gibt mir also noch ein zusätzliches Weitwinkel oder auch Fisheye oder auch Makro. Also da kann man viel Dödelkram mitmachen, das ist schick. Aber hier der Gast auf dem Mast, der sagt ja noch auch zu Recht, jetzt nicht wieder Bild wegmachen. Moment, ich bin jetzt gerade... Der sagt hier irgendwie zu Recht, also wenn man das so machen würde, wenn man das so machen würde, wie ich das sage, das heißt, man kippt die Kamera nach oben, wäre es ein anderes Bild, weil man ja dann nicht, dass es in einer Bucht ist. Stimmt. Dann, aber die Frage ist einfach, ist mir das so wichtig zu wissen, dass das eine Bucht ist? Brauche ich das oder möchte ich lieber die Dramatik des Himmels haben? Ich würde mich entscheiden für die Dramatik des Himmels. Da hätte ich viel mehr Bock drauf, als zu zeigen, aha, das ist eine Bucht und nicht nur irgendein beliebiges, x-beliebiges Wasser. Ja, jetzt klickst du dich da durch die... Ja, das sind die vier Fotos, die er uns da prinzipiell zur Verfügung gestellt hat. Und ihr seht ja noch, was ich da ausgewählt habe. Das wäre so jetzt nicht wirklich der Sonnenuntergang mit Sonne, der typische, aber so die typischen Farben. Alles knallt in Gelb und Rot. Das ist mir einfach zu beschränkt, links und rechts, da fällt mir was. Ich finde einfach mal, ich finde die Aufteilung, das ist mal ganz gut. Da hat er sich mal links für eins entschieden.
Ich finde die Aufteilung, ich will jetzt nicht auf dem goldenen Schnitt rumreiten, aber der macht schon Sinn. Nein, du meinst jetzt aber auch so die Geschichte, Horizont genau in die Mitte zu knallen, oder? Ja, das finde ich immer so. Das sieht immer so, so. Also ein früherer Chef von mir hat mal gesagt, wer A sagt, muss auch Rischloch sagen. Und genauso ist es hier auch. Ja, das ist. Dieses Bild mit dem mit der Horizontpositionierung von diesem Bild. Ja, das ist gut. Das hätten wir dann. Das finde ich aber, das finde ich jetzt aber auch insgesamt schon, weil hier, guck mal, hier hast du eine schöne Linie, die quer durchs Bild führt. Cool. Du hast einen Vordergrund, du hast einen Mittelgrund, du hast dieses einsame Boot, was da schwimmt, was den Blick in sich zieht, was das ganze Bild wieder interessant macht, einen schönen Himmel, der gegen diese Lauflinie von dieser einen Linie in die andere Richtung wieder verschwindet. Also das finde ich schon richtig geil. Das Bild finde ich richtig geil. Das Bild ist sehr cool. Das Bild ist sehr cool. Das muss ich also auch sagen. Also das ist und das ist eben halt genau der Punkt. Hier hat er sich entschieden, hat gesagt, ich will den Vordergrund hier mal richtig so. Und dann ist da zufälligerweise noch ein Sonnenuntergang. Und dann hast du eben halt hast du ein cooles Bild, ja, auf jeden Fall. Ja. Das gefällt mir richtig gut. Aber da ist auch schön, guck mal, da oben ein Drittel der Himmel. Also ne, diese Regeln, die sind ja nicht dazu da, um immer drauf rumzureiten und Leute damit zu nerven, sondern die machen ja teilweise einfach auch Sinn, weil sie einfach von der Betrachtung her Sinn machen. Und die sollte man schon im Hinterkopf haben. Natürlich darf man sie immer wieder brechen, bla blub, das kennen wir ja. Aber man merkt halt aber auch oft, dass wenn man sie bricht, sie nicht unbedingt super funktionieren. Also, ja. Hallo Stefan! Hallo. Ja, da ist er wieder. Ja, Lord Vader, höchstpersönlich. Lord Vader, es tut mir so leid. Naja, nun gut, aber ich meine, das, so kennen wir das. Nee, aber um das die Qualität ist wieder entsprechend auch. Also, du musst da irgendwie nochmal wieder was neu starten. Ja. Sag mal, Michael, in der Zwischenzeit hast du jetzt das endlich da dieses Bild schwarz-weiß hindeletiert, oder? Yay. Ja, natürlich, das war ja relativ einfach, mit einem Klick hinzubekommen. Nein, aber das war ja, zu finden war es ja erstmal wieder nicht so leicht. Nee, das war doof. Wie auch immer, da ist es in schwarz-weiß. Also. Hat Joachim, auch was? Ja, Joachim hatte ja vorhin diese Idee, das mal tatsächlich in so einer, was war das, was hattest du gesagt, in einer... In einer anderen Umgebung und nicht in einem Studio, wo hinten oder drüben. Genau. Da kann ich mir das sehr gut vorstellen, aber ich also finde... zum Beispiel ein Stefan, da kommt die Frau von hinten rein, er ahnt nichts Schlechtes und sie gibt ihm Ohrfeige mit einer Handvoll blauem Holipulver und wir bösen Jungs filmen das natürlich mit über Google. Ne? Also solche Bilder, die man noch nicht kennt. Nein, aber ich finde, die Farbigkeit ist hier schon wichtig. Jetzt wird hier nochmal ein bisschen an den Mikrokontasten gedreht, oder? Naja, ich habe nochmal so... Ja, kann man machen. Das ist original. So, kann man machen. Schwarz-Weiß, ist so. Ja, ich habe gerade mal ein bisschen Klarheit reindreht, aber das sieht scheiße aus. Mach Schwarz-Weiß und zieh mal das Rot komplett runter. Dann würde sein linker Unterarm nicht so verwaschen ausschauen. Vermute mal. Ja, oh, ups. Naja, das war jetzt extrem. So, so irgendwie, so, dass das wieder Kontur hat. Ja, ich würde noch ein bisschen Tiefen reinbringen, hier so ein bisschen Helligkeit noch. Also ich glaube, Holiformen sind eindeutig dafür erfunden worden, dass es bunt ist. Aber hier sieht man noch mehr, dass das Bild eben halt auch ohne dieses Farbgedödel funktioniert. Ja? Also... Alleine nur durch die beiden funktioniert das schon. Cool. Genau, ja. Nehmen wir mal den Staub weg. Genau, retuschier das doch mal bitte alles raus. Das ist übrigens, wenn ihr Nachbearbeitung macht, ne, und ihr wisst nicht, was die Regler machen, dann nehmt die echt und knallt die mal nach links und rechts und guckt dann. Und dann holt ihr euch die Mitte irgendwo raus, was euch gefällt. Das ist... Okay, ich sollte nicht andere Bilder verunzen. So. Schon okay. Na gut. Nee, dann fein. Da haben wir doch wieder... Stefan, ist das jetzt mit deinem Ton? Bist du wieder...
Ich traue mich ja kaum, da kaum was zu sagen. Nee, das ist auch so nicht. So nicht. Nee, das hört sich so nicht an. Na gut, dann haben wir heute ja sogar mal ein paar mehr Bilder gesehen. Wir haben einen tollen Showtitel und in dem Sinne bin ich mal gespannt, was passiert ist, als ich zwischendurch rausgeknallt bin hier. Aber dann schauen wir dann einfach mal. Ich wünsche euch eine schöne Woche und nächste Woche sind wir sicherlich wieder mehr. Und dann lassen wir auch noch mal ein paar Details raus, nehme ich an, zu unserem Treffen im Januar. Naja, das Treffen. Ja, nee, komm, Joachim, was denn? Wir müssen ja hier noch eine Entschuldigung schreiben für dich, ne? Das war ja dann. Du hattest jetzt, aber ich meine, muss das jetzt irgendwie sonst. Du, ich habe das schon mal annonciert in der Firma, dass ich da mitteleuropaweit Podcaster treffen und das so. Ist jetzt geografisch einfach einmal am geschicktesten, dass man das irgendwo so Mitte Deutschland macht und da ist jetzt schon alles reserviert und. Nächster Zug liegt an der Firma. Schauen wir, was passiert. Sehr schön. Gut, dann drücken wir da die Daumen. Wie gesagt, ich wünsche euch allen eine schöne Woche und wir sprechen uns, sehen uns wieder. Tschüss. Baba.